Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal hier bei Leon X. Kurze Information: Ich spiele mit zwei Freunden. Den einen kennt ihr, es ist Shakeneck, und der andere, mit dem sind Shakeneck und ich ziemlich lange befreundet. Der ist Danny. Das ist eine Hardcore-Team Deathmatch, wenn ich richtig gelesen habe, auf der Map Havoc. Huch. Naja, auf dieser Map habe ich, glaube ich, noch nie eine Aufnahme gemacht. Falls doch, tut mir leid, dass ich mich vertan habe. So, naja. Ich freue mich ehrlich gesagt mal wieder mit zwei guten Freunden, mit denen ich lange nicht mehr gespielt habe, mal wieder vernünftig irgendeine gute Runde zu versuchen. Und das auch noch als Aufnahme. Ich habe ja bereits schon mal mit Shagnack ein Video mit Black Ops 3 gedreht. Aber diesmal ist es das erste Mal, dass Danny mit dabei ist. Und ich freue mich sehr dementsprechend über den Zuwachs an Gästen, sag ich mal. Ich mich auch mal. Ja. Dann, ja genau, sowieso nochmal danke an dich, Danny. Vielen Dank, dass du das Ganze mitmachst. Naja, dann wie gesagt, morgen gehen wir höchstwahrscheinlich wieder Squash spielen. Das heißt, wenn Markus von seiner Kegeltour wiederkehrt, ich weiß nicht so genau, ob er Sonntagmittags oder erst Sonntagabends wieder zurückkommt, weiß ich nicht so genau. Ich hoffe einfach mal, der kommt schon mittags, deswegen, den könnten wir schon mal alles vorbereiten und so weiter und so fort. Wenn nicht, dann müssten Shagnag und ich notgedrungen irgendwie allein dahin fahren, aber das Problem ist halt, ich beherrsche Squash auch noch nicht perfekt. Und Shagnack lernt ja auch noch, genauso wie ich. Deswegen müssten wir dann irgendwie gucken, dass wir dann trotzdem irgendwie was hinkriegen, ohne Tipps von Markus. Naja. Das wäre somit der einzigste Nachteil, den wir dann morgen hätten. Sag mal, hat eigentlich einer von euch schon mal irgendwas beim Schwarzmarkt was Vernünftiges an Waffen, ich meine jetzt hier eine Waffe oder so, gezogen? Nochmal bitte. Okay, und du, Danny? Jetzt gar nichts. Gar nichts. Okay, das ist nicht viel. Ich meine, ich habe ja jetzt wo gar nicht allzu langer Zeit. Oh, verdammt. Erst meine vierte Schwarzmarktwaffe gezogen, nämlich ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißt. Ich benutze sie so selten. Es ist die kleine Handfeuerwaffe, die wie eine Schrotflinte funktioniert. Genau, danke. Ich werde darüber was legen. Und das Butterfly habe ich auch vor nicht allzu langer Zeit gezogen. Und davor hatte ich halt nur das Schwert und den Schlitzer. Naja, oh, verdammt. Übrigens, der Jan aus der Pepska-Gruppe, der hat jetzt es tatsächlich geschafft, das Schwert auf Gold zu kriegen. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Boah. Vielleicht hat er es hauptsächlich benutzt und nicht nur so wie ich nebenbei das immer benutze. Oh, verdammt, was ist denn hier los? Die Gegner greifen jetzt echt durch. Ja, der eine hat die MP aus dem Schwarzmarkt. Ich weiß nicht genau, wie sie heißt. Ja, du weißt alles, ne? Ah. Ja, okay, auch Shakeneck weiß nicht alles. Natürlich, natürlich. Nein! Was ist denn hier los? Wow. Das heißt, der nächste kommt wieder von hinten.
Bei mir ist gerade tote Hose. Ich finde keinen einzigen Gegner mehr. Naja, meistens finden die Gegner ja mich. Aber sagen wir mal so, wir treffen uns nicht. Na, endlich. Endlich kommt das Ganze mal wieder ins Rollen. So. Ja. Oh, bin doch noch am Leben, wie schön. Ach, verdammt. Oh nein, er schießt aus dem Fenster raus. Naja. Also ich glaube, die haben irgendwie Drohne oder Hater oder sowas oben. Naja, wo wusste er dann, wo ich gerade stehe? Der hat sich sofort zu mir gedreht, obwohl ich eigentlich so ziemlich um die Ecke war. Wow, wow, wow. Oh, Scheiße. Ja, meine Stolperfalle hat ihn schon erwischt. Ja, ich hab's gemerkt. Aber ja, später. Worauf schießt du bitte schön? Achso. I'm waiting for you. Nicht nur einer. Oh, oh. Das ist mies. Jetzt hat er meine Stolperfalle zerstört, wer auch immer das war. Ja, dieser Raum hier ist nie eine ganz sichere Sache. Entweder man hat den Bereich hinter sich so gut wie möglich abgesichert oder man muss die ganze Zeit hin und her gucken, so wie ich gerade. So. Da kommt gleich 100 Provi da in der durch den Raum da hin. Oh, gewonnen. Mal war einmal hin. Ja, wie, was meinst du mit fast? Wow, guck mal, der wäre eigentlich tot. Guck mal links. Naja, aber immerhin. Shakeneck erster, ich bin zweiter. So. Nicht schlecht. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich nochmal bei meinen Gästen Shakeneck und Danny. Kein Problem. Falls ihr auf die anderen Kanäle von den anderen YouTubern aus Pepska gehen wollt, stehen alle unten in der Videobeschreibung. Selbst der von XD, obwohl er ja eigentlich kein Pepska-Mitglied ist. Lasst einen Daumen hoch da, gebt mir ein Abo und dann sage ich mal, bis dahin. Wir sehen uns. Ich wünsche euch was. Entschuldigt, dass man Nick nicht gehört hat und das Echo. Ich experimentiere gerade mit dem Mikro und naja, mit dem...